Jo Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde, ja. Und heute geht es darum, hat sich EA FC 25 gelohnt zu kaufen oder nicht? Genau, dieses Video mache ich aus dem Grund, um ja, Leute, die es sich noch nicht geholt haben, es sich aber vielleicht holen wollen, noch unschlüssig sind, vielleicht ja, erst zu Weihnachten kriegen oder so, wenn ich jetzt speziell Jüngere anspreche. Genau, euch meine Meinung zu sagen. Ihr müsst nicht nach meiner Meinung dann euren Kauf machen oder nicht, ne, von dem Spiel. Also nur wenn ich jetzt sage, es lohnt sich nicht, könnt ihr es trotzdem kaufen, das ist klar so, aber das ist einfach meine persönliche Meinung. Und ja, also kurz zu mir: Ich habe seit etlichen Jahren jeden FIFA-Teil gekauft, so wie auch dieses Jahr. Seit die letzten zwei Spiele heißt es ja nicht mehr FIFA, sondern EAFC. Genau, also wir fangen mal an. Am Ende kommt dann das Fazit. Also, was gibt's Neues? Es gibt diesen neuen Rush-Modus. Für alle, die nicht wissen, was das ist ein 5 gegen 5 Format auf einem kleinen Feld. Und ja, das gibt's halt Neues. Dann halt wie jedes Jahr, wenn Spieler gewechselt sind, ne? Die Spieler halt bei einem anderen Verein drin sind, neue Trikots, ne, diese Sachen halt. Und ja, und ansonsten muss ich sagen, ist es halt, ja, relativ das gleiche Spiel wie immer. Ihr merkt schon, dass ich jetzt schon Probleme habe, etwas Neues überhaupt zu finden. Bei Ultimate Team ist es jetzt schwerer geworden. Das haben sie dieses Jahr schwerer gemacht, sorry. Das haben sie dieses Jahr schwerer gemacht. Man muss jetzt mehr Spiele spielen, um die Boni zu bekommen. Nicht nur das Bonus-Upgrade, sondern auch den Wochenboni. Man muss jetzt 15 Punkte Wochenboni holen. Für einen Sieg kriegt man 3 Punkte, für einen Unentschieden 1 und für eine Niederlage halt gar keinen. Für eine Niederlage weiß ich auf jeden Fall, kriegt man 5 Qualifikationspunkte. Das weiß ich nicht, ob sich das verändert hat, wie das letzte FIFA war. Nicht im letzten, ihr wisst schon, ne? Ich hoffe, ich kriege keine Probleme, weil ich FIFA sage und nicht die AFC, ne? 24, 25. Genau, ich weiß nicht, ob da man gleich viele Punkte bei einer Niederlage bekommen hat, Qualifikationspunkte für die Weekend League, um das dann einzulösen. Genau. Das ist auf jeden Fall jetzt neu. Und das Bonus-Upgrade, da braucht man dann nochmal 30 Punkte. Ja. Das heißt, ja, man muss mehr spielen. Das heißt, wenn man alles gewinnt, muss man mehr spielen als davor. Und bei der Wicked League, also bei Champions, wo Champions, wie es auch immer heißt, haben sie auch was geändert. Und zwar, man muss jetzt, davor war es glaube ich 10 Spiele und man musste 4 gewinnen oder sowas war das. Ich weiß es nicht mal ganz genau, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Und jetzt ist es halt so, hast du bis auf 5 Spiele und von den 5 Spielen musst du 3 gewinnen. Sonst hast du dich nicht qualifiziert für die für Champions Wicked League. Genau. Für die Wochenendliga, meine Damen und Herren. Und ja, ansonsten ist noch neu, es gibt jetzt nur noch 15 Spiele Weekend League, das haben die dafür runtergesetzt. Das heißt, man muss jetzt für die Belohnungen mehr Rivals grinden und weniger Weekend League am Wochenende. Macht nicht so ganz Sinn, weil eigentlich, ja, keine Ahnung, hat man ja am Wochenende mehr Zeit so, als in der Woche, also hätte man lieber am Wochenende das gemacht und, also so wie es davor war halt, ne, und in der Woche nicht so viel. Ja, was ich EA dabei gedacht habe, keine Ahnung, aber ich muss auch dazu fairerweise sagen, dass die Belohnung davor relativ easy war. Da brauchte ja mal plus 3 Siege, dann hatte man schon die Wochenboni und dann brauchte man nur noch 4 Siege und dann hat man das Bonus-Upgrade. Das war wirklich sehr, sehr leicht. Und wer jetzt nicht für, ja, also den Checkpoint weiter nach vorne kämpft oder den Sieg weiter nach vorne oder mehrere Checkpoints oder mehrere Punkte nach vorne oder halt für eine höhere Division oder eine oder mehrere, ne, der hat dann nichts mehr gemacht, ne, weil das war alles erreicht, bevor man Rewards bekommt. Und von daher kann ich das verstehen und ich glaube, das war auch die Sache, dass das zu wenig war für die Mitarbeiter. Genau. Aber ansonsten, Freunde, muss ich sagen, gibt es tatsächlich nichts Neues, also das war's schon. Und ja, kommen wir zum Fazit. Ich sag mal so, wer jetzt ein absoluter EAFC 25, nicht 25, vergesst die Zahl, wer jetzt ein absoluter EAFC Grinder ist, der immer den neuesten Teil haben will, der immer, der ein absoluter Fußballfanatiker ist, der sich auch in echt für Fußball interessiert,
selbst wenn das nicht so ist, aber er halt dieses Spiel wirklich gefühlt liebt, ne? Dann könnt ihr euch es gerne kaufen. Wenn es aber jetzt bloß so ein Gelegenheitszocker ist, Gelegenheits-AFC-Zocker ist, der jetzt, keine Ahnung, alle drei Wochen mal in AFC reingeht. Ich würde es eigentlich anders nennen, ich mache es jetzt aber lieber nicht mehr. Ich habe Angst, wenn ich den Namen mehr droppe, dass ich irgendein Problem kriege oder Probleme. Ich hoffe, ich habe es ja schon gedroppt, dass ich bis jetzt ja nicht irgendeine Schwierigkeit dann kriege. Als mir so ein Freund zu mir gesagt hat, wenn ich den alten Namen nenne, dann könnte ich ein Problem oder Probleme kriegen. Ja, dass ich dann irgendwie gebannt, gesperrt werde, was weiß ich. Und aber wenn es wie gesagt jetzt bloß, wenn ihr so bloß so ein Gelegenheitszocker seid, der jetzt wirklich alle drei Wochen bloß mal reingeht, dann würde ich es wirklich nicht empfehlen. Dann lohnt es sich absolut nicht, weil vorbestellen war 100 Euro oder 80 Euro. Das Spiel, je nachdem, variiert ein bisschen zwischen 49 habe ich sogar oder 59 habe ich sogar FIFA schon. Da war es wieder, Freunde. Zwischen 49 und 65 oder so, 69 kostet das normale Spiel. Ja, das variiert tatsächlich wirklich so stark, habe ich schon mitbekommen. Aber an diesen Leuten würde ich wirklich raten, ein älterer FIFA-Teil reicht völlig, um mal ganz kurz 1-2 Stunden Spaß zu haben und zu zocken. So. Und Freunde, das war mein Fazit, das war meine Meinung zu diesem Spiel. Achso, zu dem Spaßfaktor habe ich noch gar nichts gesagt. Es macht absolut Spaß, wie jedes FIFA. Mir hat immer schon FIFA Spaß gemacht. Ich bin bloß dann halt eine längere Zeit lang, hatte ich eine Rocket League Phase, dann hatte ich eine Fortnite Phase, ne? So, aber mir hat FIFA immer Spaß gemacht. Es gab keinen FIFA-Teil, wo ich gesagt habe, nee, der gefällt mir nicht. So, aber die Neuerungen sind halt wirklich mager, so wie eigentlich jedes Jahr. Und wer jetzt vor allem nicht so viel Geld hat, kauft euch damit ein besseres Spiel, wo mehr, nicht ein besseres, aber das nehme ich zurück, aber kauft euch ein Spiel, wo mehr Neuerungen sind, so, oder für was ihr gefühlt, nee, das nehme ich auch zurück, was ihr gefühlt liebt, ein anderes Videospielart, und genau, Freunde, das wäre es von meiner Stelle aus, und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, euch so ein bisschen auf einen Pfad zu bringen, kaufe ich es mir nicht, und Freunde, in diesem Sinne würde ich sagen, heute ist Mittwoch, das YouTube-Video kommt heute noch raus, ich nehme es gerade auf, also in 1-2 Stunden ist es draußen, am gleichen Tag noch, und es ist schon dunkel draußen, es ist jetzt irgendwas mit 8 am Abend, und Freunde, ansonsten tut gerne alles dafür, was das Video supporten könnt, ihr kennt den Hasen, und da würde ich sagen, wenn alles nach Plan läuft, sehen wir uns am Freitag bei einem Gaming-YouTube-Video. Wie gesagt, wenn alles nach Plan läuft. Morgen neuer Livestream auf Instagram oder woanders, wenn ich mal irgendwo anders Livestream, ich weiß es gerade gar nicht. Und wie gesagt, wenn alles nach Plan läuft, wenn nicht, dann halt nicht. Aus irgendeinem Grund. Und an der Stelle wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wenn ihr das Video heute noch guckt, solltet euch eine gute Nacht später. Und ciao, Freunde.